Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisi21, mach Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, ich wollte ja eigentlich heute ein paar Aufnahmen machen, also Let's Play Aufnahmen machen und schön aufnehmen. Wie ihr natürlich seht, bin ich gerade in Uplay drin. Ich bin auch gerade in Steam drin, doch in Steam gibt es momentan Probleme. Also gestern Abend habe ich noch kein Problem gehabt. Da hatte ich Spiele runtergeladen gehabt und so. Und ja. Momentan gibt es halt wirklich voll die krassen Probleme. Man kann nichts runterladen. Wie ihr seht. So, das heißt, ich mache hier einfach mal auf deinstallieren. Sagen wir mal, ich will jetzt dieses Spiel zum Beispiel installieren. So, ich gehe auf zum Beispiel auf meine Hauptfestplatte und gehe auf Laufwerk C. Zack, kommt dieser Fehler. Scheiße, ne? So, da denkt man vielleicht so, das könnte ja nur das eine Spiel sein. Ja, könnte, aber es sind leider alle Spiele. Alle Spiele, Alter, alle. Sagen wir mal zum Beispiel Fallout 4. Derselbe Mistfehler. Da. Die Download-Server sind momentan nicht erreichbar. Super, ne? Richtig super. Also solange nicht erreichbar ist, kannst nichts machen. Und ich habe erst gedacht, vielleicht liegt es am PC oder irgendwie irgendwas mit Steam Ordner und sowas drinne, aber ich habe schon alles ausprobiert. Dieser Fehler geht einfach nicht weg. Das heißt, es liegt am Steam selbst. Und da muss ich wahrscheinlich erstmal ein paar Stunden warten oder vielleicht einen Tag, bis sie das Ganze behoben haben. Vielleicht haben die Wartungsarbeiten oder irgendwelche Bauarbeiten oder tun irgendwas neu aktualisieren und wollen Steam vielleicht noch ein bisschen mehr erweitern und brauchen deswegen ein paar Stündchen mehr Zeit oder so. Ist aber halt nervig, weil ich halt die meisten Spiele auf Steam habe. Das ist Kacke. Das ist wirklich Kacke, Alter. Und falls ihr euch fragt, hey, warum hast du nicht mehr? Du hast hier überhaupt gar nichts mehr installiert. Nicht? Ja, ich sagte ja, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe alle Spiele rausgelöscht und gehofft gehabt, dass es dann danach funktioniert. Nein, am Arsch. Also ich habe nicht nur das ausprobiert, ich habe auch Download-Kache geleert und so weiter und so fort. Bibliotheksordner reparieren lassen, nichts hat geholfen. Also Steam selbst arbeitet anscheinend an irgendwie an ihrer Seite irgendwie dran. Und solange die da dran arbeiten, kann man hier nichts machen. Also, aber solange man ein Spiel installiert hat, vorher, dann kann man das spielen. Das habe ich schon vorher getestet gehabt, bevor ich die gelöscht habe. Hätte ich mal nicht löschen sollen. Aber woher sollte ich das wissen? Ich dachte, es ist einfach nur ein kleiner Fehler, aber nein. Es sind wahrscheinlich Wartungsarbeiten. Und ich wusste noch nicht mal, dass Wartungsarbeiten überhaupt heute stattfindet. Und gestern war noch alles okay. Bis ungefähr, sagen wir mal, 0 Uhr war alles okay. Danach war ich nicht mehr in Steam rein. Und habe halt weiter meine Serie The Walking Dead angeschaut. Und heute Morgen, so um 10 Uhr morgens, bin ich dran. Und dann geht nichts. Und die Scheiße geht jetzt bestimmt schon seit 4 Stunden so. Also, seit ich da eigentlich Spiele runterladen wollte. Damit ich ein paar mehr Spiele hier drauf habe. Falls irgendwie, was weiß ich, ich streame und ich da ein bisschen mehr zur Auswahl habe und nicht erst irgendwie runterladen muss oder so. Aber, tja.
Gut, streamen könnte man da trotzdem, weil ich habe ja ein paar Spiele hierauf. Das sind zwar nicht wirklich viele Spiele. Das sind gerade mal 4 Spiele, aber das Blöde ist, Far Cry 3 kann ich hier nicht drauf installieren, denn es ist mit Steam verbunden, wie man hier sieht. Es ist mit Steam verbunden und Far Cry 3 kann ich in dem Fall vergessen. Monopoly kann ich in dem Fall eigentlich auch vergessen, weil ich habe Monopoly auch mit Steam zusammen verknüpft. Splinter Cell würde gehen, aber es ruckelt halt ganz gut auf meinem AMD-PC. Der ist komplett AMD-mäßig. Und auf meinem anderen Rechner würde der ruckelfrei funktionieren. Zombie funktioniert auf jeden Fall gut ruckelfrei. Also das ist eine der Spiele, die ich auf jeden Fall spielen könnte. Vielleicht als Let's Play oder so. Oder wir öffnen mal Origin. Da habe ich, glaube ich, auch noch ein oder zwei Spiele drauf. Ich glaube FIFA 17 und Sims 3. So, schauen wir mal nach. Na komm, öffne dich. So. Ja, Sims 3. Und FIFA 17. Gut. Sims 4 als Demo ist schon, seit es damals rausgekommen ist, direkt irgendwie hier automatisch mit drin. Könnte ich zum Beispiel jetzt spielen, wenn ich will. Neue Erweiterungsinhalte wurden installiert. Ja, das hatte ich ja gemacht gehabt. Oh, wie lange es her ist, ne? Fast ein Jahr. Fast ein Jahr. Also fast ein Jahr her, dass es gezockt hatte. Erweiterungspacks können wir auch mal gucken, ob ich wirklich hier alle komplett installiert habe. Aber ich glaube ja. Eigentlich alle, gut. Es gibt ein paar, die man noch kaufen könnte, wie zum Beispiel die Sims 3, einem Inselparadies, Into the Future. Was gibt's noch, was ich nicht habe? Reiseabenteuer und wildes Studentenleben. Also was ich in dem Fall vielleicht holen würde, zum Beispiel wäre Into the Future, weil das hat mich schon schon vor ein oder zwei Jahren oder so gereizt. Ich glaube schon seit einem Jahr oder so. Ich glaube, da gucke ich einfach mal in Instant Gaming, ob hier das Ganze billiger ist. Gut, ihr wisst Bescheid, das ist jetzt ein, sagen wir mal, ein kurzes Update. Das packe ich in den kurzen Updates rein, auch wenn es 8 Minuten geht. Aber extra in den normalen Updates rein. Wieso? Könnte man machen. Aber kurzes Update ist in dem Fall einfach eine Info. Ihr wisst Bescheid. Ich kann nicht so wirklich Let's Playen. Ich könnte Zombie Let's Playen oder vielleicht sogar Sims 3. Aber Sims 3 finde ich jetzt ein bisschen unnötig, überhaupt als Let's Play zu machen. Es sei denn, man will es sehen. Wenn man es sehen will, dann schreibt es genau unter diesem Video in den Kommentaren. Wenn keiner was schreiben tut, dann mache ich es auch nicht. Wenn man Sims 3 nicht unbedingt sehen will. Gut, ich bin da erstmal raus. Bis dann. Euer Kommissi 21. Und PS, ich hoffe auf euer Verständnis. Ich bin raus. Yeah!